Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Fahrenheit. Ja, ein weiteres Spiel von Quantic Dream, den Entwicklern von Heavy Rain und Beyond Two Souls. Beide Teile fand ich einfach nur grandios und ich habe auch von Fahrenheit nur Gutes gehört. Also dachte ich mir mal, schau ich mal rein und guck, ob es mich genauso verzaubert. Okay, sie haben mich jetzt schon. Da bin ich ja mal gespannt. Ich habe das Tutorial jetzt nämlich nicht gemacht. Der Schein trügt leider nur allzu oft. Wir glauben, die Welt, um uns zu verstehen, aber wir sehen nur ihr Äußeres, wie sie zu sein scheint. Ich war einst genau wie sie. Ich glaubte an die Menschheit, die Zeitungen, Soapserien, Politiker und an Geschichtsbücher. Aber dann kommt der Tag, wo die Welt einem vor den Kopf stößt. Und dann muss man die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Ich heiße Lucas Kane. Meine Geschichte ist die eines gewöhnlichen Mannes, dem etwas Ungewöhnliches widerfährt. Vielleicht war es so vorbestimmt. Vielleicht war es mein Schicksal oder mein Karma oder sonst was. Aber eins weiß ich genau. Nichts wird mir so sein wie früher. Es begann alles genau hier. Wo auch sonst. New York, die Hauptstadt des Universums. Das Schachbrett, auf dem das Schicksal seine letzte Partie spielen würde. Ich war nur eine von vielen Figuren, die beliebig übers Brett geschoben wurden. Bis zu dem Abend, an dem mein Leben ein einziges Chaos wurde. Ich hoffe, das Spiel läuft flüssig durch. Es ist ja schon ein etwas älteres Game. Ich meine, klar, es ist die Remastered-Version. Aber, trotzdem können sich einige Fehler einschleichen. Gerade bei meinem PC, denn dort laufen alte Games nicht besonders gut. Stalker. Krähe oder Rabe, man weiß es nicht. Ich habe gerade irgendwie voll The Crow Flashbacks. Ui. Lass mich raten, das sind wir. Hey. Na, scher dich weg da. Ah. Unheimlich. Was? Was habe ich getan? Und schon sind wir depressiv. Okay.
Ich wollte das nicht. Es war wie ein Traum. Oh. Schnell. Ich muss hier weg, bevor jemand reinkommt. Okay, wird gespeichert. Okay, als erstes die Leiche natürlich weg. Hä? Wahrscheinlich. Ach so, jetzt ist er nervös. Jetzt ist er nicht mehr depressiv, jetzt ist er nervös. Okay. Dann erstmal hier waschen. So, und das Messer weg. Das Messer. Das muss ich loswerden. Na, das Zeug auf dem Boden werde ich jetzt nicht aufwischen. Ich will jetzt auch einfach rausgehen. Ich will jetzt einfach rausgehen, weil es mit dem Blut wird er so oder so sehen. Denn spätestens am Wischmopp wird das Blut kleben. So, ich gehe jetzt einfach raus. Sir? Oh. Die Bedienung. Sie hat was gemerkt. Das war's. Ja? Ja. Könnte es sein, dass Sie noch bezahlen müssen? Oh, ja, das stimmt. Ich war ganz... Wie konnte ich die Rechnung vergessen? Schnell, bevor jemand die Leiche findet. Kann ich jetzt gehen? Hochala. Warum gehe ich jetzt nicht raus? Ich muss dieses Viertel schnellstens verlassen, bevor die Polizei hier ist. Oh, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Okay, der Bulle geht jetzt aufs Klo. Bitte. Bis nach Hause ist es zu Fuß zu weit. Ich muss ein anderes Transportmittel finden. Was? Scheiße. Wo ist denn hier ein Auto? Scheiße. Oh, die U-Bahn. Niemand verlässt das Lokal. Es wurde gerade ein Verbrechen begangen. Bitte bewahren Sie die Ruhe und warten Sie hier, bis die Polizei eintrifft und Ihre Papiere überprüft. Uns hat jemand gesehen. Doc's Diner. Okay. Wieso warten die eigentlich immer, bis ich nachts Dienst habe, um sich gegenseitig abzumurksen? Tyler, in New York wird jeden Tag einer umgebracht. Aber vor allem dann, wenn ich nachts Dienst habe. Als ob sich alle Psychopathen untereinander absprechen. Könntest du vielleicht drinnen weitermaulen? Dann friere ich mir wenigstens nicht alles ab. Du bist der Boss, Carla. In meinen 5 Dienstjahren habe ich manche Leiche gesehen. Aber trotzdem gewöhnt man sich nicht wirklich dran. Man lernt nur, damit umzugehen. Ich weiß noch heute nicht, ob es die Müdigkeit, die Kälte oder sonst was war.
Aber ich erinnere mich genau an das ungute Gefühl, mit dem ich das Restaurant betrat. Als hätte ich bereits gewusst, dass diesmal irgendwas anders war. Oh, da ist ein blutiger Fußabdruck. Ich will's ja nur anmerken, aber anscheinend interessiert das hier keinen. Alles klar, McCarthy? Guten Abend, Inspektor. Ich habe auf Sie gewartet. Hallo, Tyler. Hi, Martin. Und? Was war los? Totschlag. Ich fand eine Leiche in der Toilette. Kurz bevor ich gehen wollte. Gibt es einen Verdächtigen? Kurz bevor ich die Leiche fand, ging ein Gast weg. Wie wurde der Mann getötet? Mit einem Messer, wenn ich mich nicht täusche. Aber das wird die Autopsie zeigen. Was taten Sie hier? Hatten Sie Dienst? Nein, ich war nur zufällig hier, als der Mord geschah. Ich komme oft nach der Arbeit hierher. Kate's Café ist der beste in ganz East End. An welchem Tisch saß der Verdächtige? Ah, er saß an dem Tisch da drüben. Ist das da drüben die Bedienung? Ja, Kate Morrison. Sie kann Ihnen sicherlich helfen. Wenn Sie mir einen Rat erlauben, seien Sie behutsam mit ihr. Sie steht noch immer unter Schock. Danke für Ihre Hilfe, Martin. Es ist spät. Gehen Sie nach Hause, um abzuschalten. Wenn Sie nichts dagegen haben, warte ich, bis Kate auch gehen kann. Ich möchte Sie lieber nach Hause bringen. Okay, wenn dieses Symbol oben rechts am Bildschirm zu sehen ist, können Sie Charaktere wechseln. Drücken Sie B-Taste, wann immer Sie können. Damals wussten wir noch gar nichts. Wir fanden bloß, dass es kalt war. Hätte ich es gewusst, wäre ich in der Nacht sicher im Bett geblieben und wäre erst wieder rausgekrochen, wenn alles vorbei gewesen wäre. Aber da liegt der Haken. Wüssten wir bereits im Voraus, was passiert, würden wir nie mehr das Haus verlassen. Kann er noch mit ihm reden, Jo? Ich habe irgendein Problem mit oben drücken. Wissen wir irgendwas über das Opfer? Er hieß John Winston und arbeitet in einem kleinen Geschäft in der Nachbarschaft. Er lebte alleine in einer kleinen Wohnung. Ein ganz normaler Typ, sagt Kate. Warum ist er denn nervös? Hast du was gefunden, Tyler? Dafür müsste ich die Augen aufhalten können. Danke für deine Hilfe, Tyler. Carla ist wirklich was Besonderes. Sie ist zwar nicht immer einfach, aber bei weitem die fähigste Polizistin, die ich kenne. Dieses Grinsen. Und sie hat ihm nichts zu sagen? Kate? Ich bin Inspektor Carla Valenti. Ich leite hier die Untersuchung. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, na klar. Kannten Sie das Opfer gut? John war ein Stammgast. Er kam jeden Montag, bestellte stets das Gleiche und gab immer Trinkgeld. Könnten Sie mir etwas über den Gast sagen, der kurz vor Entdeckung der Leiche wegging? Es war ein ganz normaler Mann. Ehrlich gesagt beachtete ich ihn nicht weiter. Was tat der Mann, bevor der Mord geschah? Er war bereits eine ganze Weile hier. Ich glaube, er las. Wie sah er aus, Kate? Glauben Sie, Sie könnten ihn mir beschreiben? Ich sah ihn doch nur ganz kurz. Ich glaube, er war durchschnittlich groß und relativ jung. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Gott sei Dank. War John alleine hier? Sprach er mit jemandem? John kam immer alleine. Wir sprachen meist über das Wetter, seine Arbeit, halt das Übliche. Er sprach nie mit jemand anderem. Hatten Sie den Eindruck, dass John und der Verdächtige sich kannten? Nein, das glaube ich kaum.
Der Mann war bereits eine Weile hier, als John eintraf. Sie sprachen nicht miteinander. Nein, ich würde eher sagen, dass John ihn nicht kannte. Was geschah vor dem Mord? War irgendetwas ungewöhnlich? Nein, es war eigentlich alles wie immer. Haben Sie etwas gehört, während John auf der Toilette war? Irgendwelche Kampfgeräusche oder Schreie? Nein, ich habe nichts bemerkt. Was haben Sie gesehen? Heute Abend waren kaum Gäste da. Unter der Woche ist es meist ruhig. Ich unterhielt mich mit Martin an der Bar. Ich hatte John nicht mal aufstehen sehen. Oh mein Gott! Kate, versuchen Sie, sich zusammenzureißen. Sie sind unsere Hauptzeugin und damit extrem wichtig für uns. Meine Schicht war fast zu Ende. Ich plauderte mit Martin an der Bar. John stand auf und ging zum Toilettenraum. Der Mann muss ihm gefolgt sein. Als er zurückkam, fiel mir auf, dass er noch nicht bezahlt hatte. Kommt oft vor, dass die Leute zu zahlen vergessen. Deswegen achte ich genau darauf. Was geschah dann? Der Mann kam zurück, bezahlte die Rechnung und ging. Erst als Martin Johns Leiche fand, begriff ich. War Ihnen am Verhalten des Verdächtigen vielleicht irgendetwas aufgefallen, bevor er zur Toilette ging? Nein, warten Sie, doch. Jetzt fällt's mir ein. Ich hatte ihn nach einer Weile gefragt, ob er noch was möchte. Er antwortete nicht, sondern starrte nur ganz komisch vor sich hin. Also ließ ich's. Ich dachte mir, der ist vielleicht nicht ganz klar. Mein Gott, hätte ich gewusst. Glauben Sie, Sie könnten den Verdächtigen wiedererkennen? Das Gesicht vergesse ich nie. Sehr gut. Könnten Sie morgen auf die Wache kommen, um eine Fahndungsskizze des Mörders zu erstellen? Klar. Ich werde alles tun, was Sie irgendwie weiterbringen könnte. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Kate. Ich hoffe bloß, Sie finden dieses Schwein. Solche Leute verdienen die Todesstrafe. Ich verspreche Ihnen, wir werden alles tun, um ihn zu fassen. Gehen Sie jetzt heim und ruhen Sie sich aus. Martin wird Sie nach Hause begleiten. Eigentlich müssen wir uns ja selber jagen und gleichzeitig vor uns selber weglaufen. Ist schon interessant, ne? Gute Nacht. Hey Garrett, hey Frank, alles klar? Hey Carla. Hey Carla. Und? Habt ihr was gefunden? Wir haben eine Menge Proben genommen. Sind so gut wie fertig. Wir haben nur noch auf euch gewartet, bevor wir die Leiche wegnehmen. Okay, lasst mal sehen. Okay, ich switch mal eben. Oh, was hat er denn da? Dieser Typ ist der gestorbene Beweis dafür, dass Pinkeln gehen ungesund sein. Oh, toll. Martin sagt, der Typ saß hier. Steak und Pommes. Hat er ja kaum angerührt. Seltsam, der Kaffee steht nicht auf der Rechnung. Hat uns den vielleicht jemand untergejubelt, den Kaffee? Er kann mit den Jungs reden. Ungewöhnlich, dich um diese Zeit bei der Arbeit zu sehen, Tyler. Bist du aus dem Bett gefallen? Mensch, die blöde Bemerkung kannst du dir sparen. Siehst du fertig aus, Tyler? Ja, ich habe seit 3 Nächten Bereitschaftsdienst. Kennst mich doch. Wenn ich nicht genug Schlaf krieg, sehe ich schnell alt aus. Naja, ihr werdet ja gleich fertig sein. Du kennst Carla nicht. Die ist imstande, alle bis zum Frühstück hier zu behalten. Jemand so Dickköpfiges habe ich selten gesehen. Okay. Kann sie... Oh. Hier ist seine Gabel. Aber wo ist das Messer? Eine Tasse Kaffee und eine Cola. Komisch. Entweder ist er koffeinsüchtig oder er war nicht allein.
ein Buch. Der Sturm von Shakespeare. Wenn das dem Mörder gehört, liest er aber ungewöhnliche Bücher. Garrett, da liegt ein Buch unterm Tisch. Überprüf's auf Abdrücke. Geht in Ordnung. Aber wieso? Nur weil er ein Mörder ist, heißt das doch nicht, dass er keine gute Lektüre lesen darf. So, wir hatten hier noch... Kannst du mich mal... Hauptsache, du bist am Handy, weißt du? Mal hier gucken. Ne, da hat sie nichts zu sagen. Okay, dann gehe ich jetzt zu dem Mordopfer. Moi. Warte mal. Ja, dadurch hat er sie ja nicht verlassen. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Ah, er folgt mir, okay. Gut, dann gucken wir als erstes mal hier nach. Eine Blutlache. Die habe ich da weggemacht. Hier wurde er umgebracht. Nee, die habe ich nicht weggemacht. Stimmt, ich habe sie nicht weggemacht, weil da nämlich kein Wasser in dem Ding war. Ich keine Zeit hatte, Wasser aufzufüllen und man sonst den blutigen Wischmopp gesehen hätte. Gute Sache. Du sollst dich nicht im Spiegel betrachten, Mädchen. Du sollst dir das Waschbecken angucken. Warum ist hier Blut? Hast du was gefunden? Könnte sein. Ich verstehe nur nicht, warum hier Blut ist. Vielleicht vom Opfer? Wohl kaum. Lass es von Garrett analysieren. Dann wissen wir mehr. Ach, jetzt wollte er gerade was sagen. Toll. Jeder kann ja was anderes untersuchen, also muss ich eigentlich auch hin und her switchen. Denkst du das Gleiche wie ich? Er starb nicht in der Kabine. Der Mörder hat die Leiche nur dort versteckt. Wenn hier nicht eine Gang rumrennt und blutige Messer in Toiletten versteckt, glaube ich, ich habe die Mordwaffe. Super. Sag Garrett, er soll den Griff nach Abdrücken checken. Okay. Haben wir die echt in den Müll geworfen? Oh Gott, bitte, wie hohl sind wir denn, ey? Ich glaube, hier am Waschbecken ist Blut. Der Mörder hat sich vielleicht noch gewaschen. Ja, vielleicht. Weißt du, ob die Familie Bescheid weiß? Glaub ich kaum. Ah, klar, ich verstehe. Ich kümmere mich drum. Er könnte jetzt pinkeln gehen, ist das dein Ernst? Mädel, ich komme hier nicht raus. Soll ich jetzt rausgehen, aber dann... Mehrere Wunden links in der Brust. In der Nähe des Herzens. Scheinen Messerwunden zu sein. Mensch, jemanden in der Toilette abzustechen. Echt verrückt. Ist ganz schön riskant gewesen. Hätte schließlich jederzeit einer reinkommen können. Ja, das stimmt. Komisch. Was? Der Täter hat weder die Kreditkarte noch die 100 Dollar Bargeld genommen. Er war anscheinend nicht auf Kohle aus. Ich denke, wir haben alles, oder? Ist das dein Ernst? Okay, dann drücke ich jetzt da nochmal. Boah. Könnte ja was drin sein, wer weiß. Er überprüft sich auch nochmal. Also ich hatte gedacht. So, das haben sie sich ja jetzt angeguckt. Er geht das jetzt. Er soll das doch jetzt überprüfen lassen von denen. Er findet das Buch nämlich nicht. Hey Garrett, Carla möchte, dass du ein, zwei Sachen überprüfst. Keine Sorge. Ich hab's dir aufgeschrieben, damit du bloß nichts vergisst. Ich ahnte bereits, dass Carla uns noch etwas wachhalten würde.
Okay, wir können jetzt fortgehen. Tyler, ich guck mal draußen. Ach so, sie guckt alleine nach draußen, okay. Oh! Scheiße. Guten Abend. Oh! Hallo, Püppchen! Was kann ich für dich tun? Verdammt kalt, ne? Boah, zum Glück kann ich mich hiermit warm halten. willst du einen Schluck? Ich heiße Carla Valenti. Und Sie? Wie heißen Sie? Wer? Ich? Ja, wie heiße ich noch gleich? Ja? Habe ich vergessen. Mich ruft eh niemand mehr so. Bogart. Meine Freunde nennen mich Bogart. Weil ich diesem Schauspielertypen anscheinend so ähnlich sehe, ja. Okay, dann gehe ich wieder. Sie sollten sich irgendwo aufwärmen. Hä? Und seien Sie vorsichtig. Du sollst ihm was fragen. Mädel? Toll. Dann muss ich ihn nochmal rausschicken. So weit vom Tatort entfernt finde ich sicher keine Hinweise. Okay, gut. Ich gehe besser wieder zurück. Die Tür geht nur von innen auf. Boah. Na, Sherlock? Etwa ausgesperrt? Halt's Maul, Tyler. Er geht jetzt aber raus. Vielleicht kann... Hey, Carla! Ich guck mal, ob ich draußen vielleicht was finde. Vielleicht kann er ja den, Mann da nochmal befragen. Hey! Was willst du denn? Hören Sie mal. Sie haben nicht zufällig irgendwas Ungewöhnliches gesehen? Ah, lass mich in Ruhe! Ich sag überhaupt nichts! Ich red nicht mit Bullen. Tja, besten Dank für Ihre Hilfe. Ist das gut für uns? Ist das scheiße für uns? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt gehen sie beide raus, weil sie nicht vor der Tür stand. Oh, ich könnte gerade... Ja gut, die beiden haben doch eh jetzt alles gesehen. Tyler arbeitet seit fast einem Jahr mit mir. Er gehörte zu den Banden in der Bronx, bis er beschloss, Polizist zu werden. Er kann zwar unberechenbar sein, aber ist ein prima Kerl. Gehen wir, Tyler? Ich glaube, ich habe soweit alles abgehakt. Bist du sicher? Wir können uns nochmal umsehen, wenn du willst. Ja, ist wohl besser. Schauen wir uns nochmal um, bevor wir gehen. Okay, dann habe ich eigentlich jetzt nur noch an den Fußabdruck vor dem Diner gedacht. Da. Blutspuren. Der Mörder ist verletzt. Jetzt bringen wir ihn auch zu ihr. Und ich denke aber, dann können wir gehen. Aber wo kann sie noch mit denen reden? Nö. Ja, dann haben wir alles. Gehen wir, Tyler? Ich glaube, ich habe soweit alles abgehakt. Bist du sicher? Wir können uns noch mal umsehen, wenn du willst.
Nein, es reicht. Gehen wir. Okay, packen wir es. Es wird Zeit, zum Auto zurückzukehren. Ich bin todmüde. Gut, dann machen wir das. Aber erst in der nächsten Folge. Ich sag tschüss. Bis zum nächsten Mal.